Gestörten Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es vernünftig hört, sonst nochmal zur Begrüßung. Hallo meine gestörten Freunde. Ja, ich dachte, ich melde mich hier mal mit Folge Nummer 15 von Scheiß aufs Fliege TV. Es gibt zwei Themen, die ich kurz besprechen wollte, trotz meiner Erkältung. Man hört das ja vielleicht auch ein bisschen. Ich liege seit einer Zeit lang, ich hatte viel vor und liege irgendwie die ganze Zeit flach. Aber das hat mir auch die Gelegenheit gegeben, und damit komme ich gleich zum ersten Thema, mich mal näher mit einem sehr guten Buch zu befassen. Und zwar gibt es jemanden, der hier auch zum Dunstkreis der Scheiß aus Fliege gehört, zum engeren Dunstkreis, einen Österreicher, und zwar Hannes Führinger. Und Hannes Führinger ist jemand, der für eine Sicherheitsfirma gearbeitet hat. Global für eine Sicherheitsfirma. So, nun hatte er einen Auftrag in Ägypten, in Kairo. Und dort ist er dann irgendwie über verschlungene Wege wegen illegalen Waffenbesitz plötzlich angeklagt worden. Wie gesagt, obwohl er Sicherheitsbeamter ist. Naja, in dem Prozess wurde dann auch gar nicht auf Beweise oder auf irgendwelche Sachen reagiert, sondern es hieß immer nur, jetzt haben wir hier einen Christen in der Mangel, der Ungläubige muss weg, der Ungläubige muss seinen Kopf verlieren, der Ungläubige, der Ungläubige, der Ungläubige. So, und dann haben sie diesen Hannes Führinger aus Österreich, wie gesagt, aus dem Bundeskreis der Scheiß, das ist jemand, den ich wirklich kenne, zu 5 Jahren Gefängnis in Kairo, in dem Gefängnis Al-Qanata, verurteilt. Der konnte dann wirklich nur später, obwohl er längst freigesprochen wurde und das oberste Gericht gesagt hat, dass alles gefaked war, konnte er zum Glück mit Hilfe der deutschen Botschaft irgendwann doch, aber wie gesagt, 5 Jahre in einem Gefängnis in Kairo. Und in dieser Zeit, als er dort hinter Gittern gesessen hat, getrennt von seiner Familie, getrennt von seiner Frau, getrennt von allem, getrennt, direkt aus seinem Leben gerissen, nur weil er den falschen Gott anbetet, ist hier in Deutschland der Flüchtlingsstrom losgebrochen. Und nun konnte er natürlich als jemand, der auf den Gutwillen eines anderen Landes mal angewiesen war, aus einem islamischen Landes, mal aus deren Perspektive beobachten, wie das eigentlich da aus deren Sicht gesehen wurde. Hinter Gittern konnte er verfolgen, wie der Flüchtlingsstrom halt hier zu uns losging. Und während seines ganzen Leids, was er da natürlich auch irgendwie hatte und so, da wirklich Einblicke gewinnen, die uns normalen Menschen ja niemals gegeben werden. So, warum erzähle ich euch das Ganze? Weil er seine Erlebnisse, nachdem er dann draußen war, und das kann ich ja vielleicht nochmal am Rande erwähnen, er hat sich dann auf verschlungenen illegalen Wegen irgendwie eine umgebaute PlayStation besorgt und hat damit dann halt deutsches Internet gelesen. Also er hat aus dem Knast in Kairo regelmäßig Scheiß aus Fliege gelesen. Darüber sind wir dann in Kontakt gekommen. Jedenfalls hat der seine Erlebnisse zu einem Buch verarbeitet. Also das Buch ist, wie gesagt, von Hannes Führinger mit H und heißt Al-Qanata. Also wie das Gefängnis auch heißt. Qanata mit Q geschrieben. Also ich habe es jetzt noch nicht durchgelesen, aber da ich von ihm selber natürlich einige Sachen weiß und jetzt so auf den ersten Seiten bin. Also es ist schon wirklich faszinierend und auch sehr emotional und aufregend, mal aus erster Hand und nicht aus der totalen Propaganda-Lügenpresse so zu erfahren, wie eigentlich islamische Länder mit Leuten umgehen, die Christen sind oder die nicht nach ihren Regeln spielen. Also man weiß ja auch, wie die mit Juden oder mit Homosexuellen oder so umgehen. Aber da ist bei denen zum Christen kein Unterschied. Also ich kann jedem von euch nur empfehlen, ich werde da bestimmt auch nochmal, wenn ich es ganz durch habe, eine vernünftige Rezension zu schreiben. Einfach nicht, weil ich ihm Gefallen tun will, sondern einfach, weil das auch, ich finde, es ist auch ein wichtiges politisches Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann und eine unglaublich dramatische und faszinierende Geschichte. Also, wie gesagt, das Buch ist von Hannes Führinger und heißt Al-Qanata. Ich kann nur jedem, der neugierig ist, empfehlen, sich das zu holen, sich zu bestellen, vielleicht bei Amazon oder sonst irgendwo. Wie gesagt, da folgt bestimmt, wenn ich es durch habe, irgendwann nochmal eine vernünftige Rezension zu. Aber wer jetzt vorher neugierig geworden ist, bestellt es euch. Bücher haben ja den verminderten, den verminderten Mehrwertsteuersatz, die sind ja nicht so teuer. Und ein bisschen Bildung und Wissen aus erster Hand und nicht irgendwie aufbereitet in den Nachrichten,
nachgerichtet in den Nachrichten. Ja, kann ja auch nicht schaden. Wie gesagt, eine sehr spannende Geschichte. Ihr würdet damit einen Freund der Scheißhausfliege unterstützen und das bestimmt nicht bereuen. Also es wird euch bestimmt nicht langweilen. Könnt ihr euch schon mal sicher sein. Wenn man sich die ganze Zeit davor Augen führt, dass das, was er schreibt, wahr ist, da kann teilweise nicht ohne meine Tochter einpacken, ne? Gut, das war jetzt das erste Thema, was ich mal kurz anschneiden wollte. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Thema. Ich weiß, ihr mögt das nicht, wenn ich zu lange laber, aber ich habe noch ein zweites Thema vorbereitet. Ich dachte, ich mache das mal eben. Da ich sowieso ans Bett gefesselt bin mit Fieber und sowas, habe ich ja jetzt auch Zeit dafür. Vielleicht folgt nachher auf Facebook auch nochmal ein Sturm neuer Memes. Aber was ich euch nochmal eben erzählen wollte, war, ich hatte neulich eine lustige Diskussion mit ein paar Verwandten. Und zwar, ich weiß, das Thema hängt euch bestimmt zum Hals raus, aber trotzdem würde ich euch das gerne kurz erzählen. Und zwar geht es schon wieder um Donald Trump. Naja, in den Nachrichten, ihr wisst ja, er ist ein Rassist, er ist ein Schwein, er bringt uns alle ins Unglück und so weiter und so fort. Und keiner kann nachvollziehen, was er macht. Er ist einfach nur blöd, 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 scheiße, scheiße, scheiße. So. Nun ist es ja so, dass unsere Medien das ja auch mit Rechtsradikalen machen oder mit Oppositionellen. Das wird immer nur erzählt, wie blöd die sind und wie scheiße die sind. Warum die blöd und scheiße sind, erklären sie eigentlich gar nicht mehr. Das ist immer nur, es wird immer nur erzählt, dass sie scheiße sind. Naja, nun ist es ja so, dass der in seiner ersten Woche, Donald Trump, hat er folgende Sachen getan. Er hat ja das TTIP-Gesetz gekippt, damit er auf Autos, die nach dort exportiert werden, also sprich auch unsere Autos, BMW, Mercedes, Audi und so, 35% Alteinfuhrzoll verlangt. Ja, deswegen hat er TTIP einfach mal mit einer Unterschrift glatt gemacht. Das zweite ist seine komische Mauer zu Mexiko, die er da baut. Und da wird ihm ja auch Rassismus vorgeworfen und er wäre ein Irrer und das wäre alles nicht nachvollziehbar und so. Ja, jetzt würde ich gern mal ein paar Sachen dazu sagen. Natürlich ist es nie gut, wenn alle sagen, America first, Deutschland first, England first, Holland first, Polen first, weil es kann immer nur einer Erster sein und das führt zu Streit. Aber die Sachen, die er da macht, die sind nicht im geringsten blöd. Und zwar möchte ich euch erklären, wie ich überhaupt darauf komme. Dazu gehe ich mal kurz ein bisschen in der Geschichte zurück. Keine Sorge, ich gebe hier jetzt nicht Unterricht, sondern nur einen interessanten Fakt, um euch beim Verstehen zu helfen. Als Julius Caesar, ich weiß, ich bin jetzt weit zurückgegangen, und es ist bestimmt auch nicht meine Absicht, Donald Trump mit Julius Caesar zu vergleichen. Aber als Julius Caesar 8 Jahre lang auf dem Gallierfeldzug war, kam er ja nach Rom zurück, hat den Senat ausgehebelt, hat praktisch die Demokratie da abgeschafft und sich die Macht zurückerobert. So, jetzt würde ich euch gerne mal erzählen, was Julius Caesars erste Amtshandlung war, welches Gesetz er als erstes, gleich nachdem er dran war, beschieden hatte. Und zwar war die folgende Situation damals in Rom: Der Mittelstand war vollkommen weg. Es gab nur noch ganz Reiche, eine obere Elite, einen kleinen Kreis, die das ganze Geld hatten, und arme Bürger. Ganz Rom war arm, bis auf ein paar, die in dieser viel besagten römischen Dekadenz lebten und sich das gut gehen lassen haben. Der Grund dafür war nicht wie heute, dass irgendwelche Banken einem alles weggenommen haben oder dass man irgendwie das Volk ausgebeutet hat. Diese Gründe waren es nicht. Die Gründe waren folgende. Und zwar gab es in Rom noch die Sklaverei. Und irgendwann war das System der Sklaven so perfektioniert, dass jeder Job, ob es nun Feldarbeit, Hausarbeit, ob es nun um irgendwelche Botengänge ging oder um Putzarbeiten oder sonst irgendwas, von Sklaven erledigt wurde. Und es deswegen keine Jobs mehr gab. Der einfache Mann konnte einfach nichts mehr verdienen, weil alles von Sklaven erledigt wurde. Die erste Amtshandlung damals von Julius Caesar war, dass er ein Gesetz verabschiedete, dass mindestens 30% aller Angestellten, also aller Arbeiten, die sonst Sklaven machen, mindestens 30% ab jetzt von bezahlten Römern erledigt werden mussten. Also man musste mindestens 30% seiner, egal wie reich man war, egal wie viele Sklaven man besessen hat, man musste ab jetzt 30% seiner Arbeiten durch bezahlte Arbeiter erledigen lassen. Tja, wie wir aus der Geschichte wissen, hatte Rom dann nochmal einen riesigen Aufschwung und alles
ging wieder in eine richtige Blütezeit über, nur zu Beginn dieses Gesetzes. So, warum erzähle ich euch das im Zusammenhang mit Donald Trump? Nun ist es so, in Amerika wird eigentlich jeder Billigjob entweder von einem illegalen Mexikaner erledigt oder von einem Billiglöhner-Mexikaner. Die haben keine Versicherung, die kriegen keinen Mindestlohn, manche haben sowieso keine Arbeitserlaubnis. Bei McDonald's an irgendwelchen Bändern in Fabriken oder so, das sind alles Mex. Da wir arbeiten nur Mexikaner. Nun hat das nichts mit Rassismus zu tun oder so, so verkauft er uns das natürlich als Gefahr aus dem Ausland, die bringen ja alle nur Drogen, bla bla bla. Aber wir müssen, der Mexikaner ist praktisch der Sklave Amerikas. So, jetzt baut er diese Mauer, um die Billiglöhner draußen zu halten. Jetzt müssten natürlich die amerikanischen Firmen auf einen Schlag wieder Arbeiter einstellen, weil es an Nachschub von Mexikanern mangeln wird durch diese Mauer. Jetzt hat natürlich die Wirtschaft und die Elite dort aufgeschrien. Um Gottes Willen, wie sollen wir unsere Preise halten, wenn wir Amerikaner einstellen? Unsere Produkte würden unglaublich teuer werden und so. So, daraufhin kam ihm dann die Idee, ich kipp das TTIP und verlange einfach, wenn hier Autos her exportiert werden, nur mal als Gefallen für die Autoindustrie, 35% Zoll. Was dann nachher im Nachhinein bedeutet, dass ein amerikanisches Auto, obwohl es in Amerika von Amerikanern gebaut wurde, sehr viel günstiger zu haben ist als ein Wagen aus dem Ausland. Im Ausland kauft ja sowieso gar keiner amerikanische Autos, meistens kaufen sie Amis sowieso selber. Und wenn die dann im Preis die Autos aus Japan oder aus Deutschland, die eingeführt werden, durch diese 35% Zoll so mega unterboten werden, ist da die Wirtschaft auch gerettet und der Mittelstand hat etwas davon. So, das mal zunächst zu dem, er wäre so ein Rassist und wüsste nicht, was er tut. Jetzt ist natürlich, jetzt werden einige von euch sagen, ja, aber wenn Amerika anfängt mit den Einfuhrzöllen, dann sind wir bald wieder bei einer Wirtschaftskrise, weil dann wird auf einmal Deutschland Zölle fordern und dann werden auf einmal China Zölle fordern und Japan und alle Länder werden jetzt diese Zölle fordern. Gut, wenn sie dann aber alle diese Zölle fordern für ihre Hin- und Herschieberei, dann werden die Produkte wieder alle gleich teuer und der Markt passt sich an. Und dann gebe ich auch noch im Nachhinein kurz zu bedenken, dass Zölle ja letztendlich nicht bei Banken landen oder in der Tasche von irgendwelchen Managern verschwinden, sondern Zölle sind wie Steuern. Die landen irgendwie im Topf der Allgemeinheit. Von diesen Zöllen kann man dann Schulen, Straßen, Krankenhäuser und so weiter und so fort bauen. Also warum nicht? Lass uns doch alle hohe Zölle nehmen. Und dass er seinem eigenen Volk damit was Gutes tut, sprich, wir halten die Sklaven, die Billiglöhner, die Mex draußen und verlangen für ausländische Produkte viel Geld, damit wir unsere Infrastruktur verbessern können und geben damit noch einen Anreiz, dass man lieber amerikanische Produkte kauft. Ja, mehr kann man doch für sein Volk gar nicht machen. Wie gesagt, das soll kein Vergleich zu Julius Caesar sein. Ich sage ja, Donald Trump ist nicht Julius Caesar. Aber dieser Gedanke mit Julius Caesar sagt, wir müssen 30% Arbeiter einstellen, damit nicht irgendwie nur Sklaven die Arbeit machen, damit nicht alle arm sind. Es ist derselbe Gedanke, der dahinter steckt. Also vorsichtig mit dem, was in den Medien kommt, das zu glauben, weil die Medien, wie ich eben auch schon bei dem Buch von Hannes Führinger berichtete, sind ja nachgerichtet und unter der Kontrolle der Elite, wie unsere Politik auch. Und natürlich schreit die auf, wenn irgendwas fürs Volk gemacht wird. Da hilft ja nichts anderes, als denjenigen, der was fürs Volk tut, den zu diffamieren, runterzumachen, den als blöd darzustellen und immer weiter gegen den zu hetzen. Tja, wie sagt man so schön, wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd, ne? Naja, jedenfalls wollte ich euch nur, ihr könnt Trump weiterhin finden, wie ihr wollt, und ich kenne ja auch die Leute, die immer wollen, dass alles beim Alten bleibt und mit dem Rassismus muss man sowieso immer vorsichtig sein, dass er ein Prolet und sowas ist, das ist mir auch alles klar und man kann auch politisch anders darüber denken, aber die Intention, die dahinter steckt, ist im Grunde eine gute und nicht so, wie es uns hier in den Medien verkauft wird. Der Mann will tatsächlich was für sein Volk tun, weil sonst würde er diese Entscheidungen nicht treffen. Und ich sage ja, das hat nichts mit Rassismus zu tun, das hat nichts damit zu tun, sich vom Ausland abzugrenzen oder sonst irgendwas. Der will einfach nur Arbeitsplätze generieren. Und das gar nicht mal auf so einem dummen Weg. Also die Idee würde uns gar nicht kommen. Also wir würden einfach noch mehr Ausländer reinholen, damit wir noch mehr Billiglöhne haben und noch mehr Flüchtlinge und halt, wir schaffen das, kommt alle rein und so weiter und so fort. Und wir würden dann wahrscheinlich immer noch am Hartz IV kürzen, damit der Anreiz noch größer ist, für noch weniger Geld für alle, die auf der Straße sind, zu arbeiten.
und weiterhin immer noch sagen, wenn einer das ändern will, der ist blöd, der ist blöd, der ist blöd. Naja, ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert gerade gewesen, vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal, aber ich habe versucht, dass ihr einfach mal kurz überlegt, warum tut der Mann das? Weil der ist nicht der Elefant im Porzellanladen, der jetzt wie ein Berserker abgeht, sondern dieses, was er sagt, dieses America First, was er auch vor der Wahl versprochen hat, das zieht er nur konsequent durch. Und wenn ich dann bedenke, SPD, CDU und so, die eigentlich immer nur Kapital First und irgendwie Ausland First und irgendwie wir müssen immer nur First für die Elite und das Volk ist einfach immer nur der Dumme, ja, dann frage ich mich doch, ob wir als Volk wirklich jemanden wie Trump weiter verurteilen sollten oder uns nicht selbst einfach so jemanden auch wünschen sollten. Auch diese Aussagen von ihm, mir ist die Krim nicht so wichtig, ich rede mal mit Putin. Das wäre Friedensnobelpreisträger irgendwie Barack Obama gar nicht eingefallen. Ich hatte neulich so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, kam auch wieder von der Bild oder so. Da hatte ich so ein Schild gesehen. Ja, weil McDonald's die Mexikaner jetzt ausgehen, ist ihnen ihr Name peinlich und sie benennen sich von McDonald's in McBarack um. Ja, Barack Obama hat die ganze Zeit Krieg gemacht, hat die ganze Zeit irgendwelche Neger eingesperrt, um in Gefängnissen, privatisierten Gefängnissen, dann Handys zu bauen für Apple und für Samsung, hat irgendwie Guantanamo Bay offen gehalten und hat uns in einen neuen kalten Krieg gegen Russland geführt. Guter Mann, ganz toll, sehr schön fürs Volk. Dass der sympathisch war, ist mir auch klar. Aber Sympathie oder wie jemand im Fernsehen wirkt, das sollte nicht das Urteil über Politiker sein. Ich hatte das gerade mit meiner Familie, hab ich ja gerade erwähnt, hatten wir dieses Thema und ich habe darüber gesprochen und fragte dann, speziell meinen Vater habe ich gefragt, weil der gerade sagte, dass ihm dieser Schulz von der SPD eigentlich recht sympathisch ist, dass der sehr locker rüberkommt, sagte ich dann, ja, aber wenn ich einen Bodyguard brauche oder du brauchst einen Bodyguard, ich sag, würdest du entweder Sylvester Stallone einstellen oder einen richtigen Bodyguard? Ja, sagt er, was kann Sylvester Stallone denn schon? Natürlich einen richtigen Bodyguard. Ich sag, Sylvester Stallone hat irgendwie in Rambo fast den Vietnamkrieg ganz alleine gewonnen. Ja, weil es ist ja nur ein Film und so. Und ich sag, ja, aber der kommt als guter Bodyguard und als gefährlicher Mann rüber. Ich sag, denkt da mal drüber nach. Naja, vielleicht denkt ihr ja auch drüber nach. Das soll es eigentlich gewesen sein, Folge 15. Ja, Cäsar, Donald Trump, Sylvester Stallone, jetzt haben wir sie alle in einem Video. Sehr schön, sehr schön. Ja, wie gesagt, denkt ein bisschen nach, nehmt die Medien nicht einfach so hin, die Zeitungsmeldungen. Wenn jemand blöd, 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 blöd ist, dann fragt euch, wem nützt das und warum ist der eigentlich blöd? Ein bisschen selber denken kann man ja. Ja, kauft das Buch von Hannes Füringer, Alkanata. Ich sag ja, der Mann hat es mehr als verdient, dass man das liest und es ist, wie gesagt, spannend. Es ist informativ und einfach auch mal, gibt einem auch mal einen anderen Blick auf die ganze Sache, wie sie abgelaufen ist, weil er ja wirklich auf der anderen Seite des Tellers gesessen hat in der Zeit. Der Mann hat es, wie gesagt, mehr als verdient, dass man das Buch kauft. Ja, verwechselt nicht Donald Trump und Caesar und so, wie gesagt. Ja, Sylvester Stallone ist kein guter Bodyguard, ihr habt ja jetzt alles gehört, was ich sagen wollte. Ja, dann. Ja, hören, sehen, lesen wir uns. Wenn das mit der Technik besser läuft, in diesem Video ist es nicht gut gelaufen, ich habe so viel Stress gerade mit diesem Kack-Video gehabt, dann werde ich ja auch irgendwann die Live-Schalte machen, wie versprochen. Aber im Moment könnte ich meinen Rechner einfach nur an die Wand werfen. Naja, egal. Gut, wir hören, lesen und so uns eure Scheißhausfliege.